Was ich immer lustig finde, ist, wie krass sich Leute über Portfolios aufregen, die relativ groß sind. Da haben wir immer ab und zu mal negatives Feedback von euch bekommen. Sollen wir ein kleineres machen? Können wir machen das hier. Das ist ein bisschen kleiner. Hier willst du die Ehre haben, vorzulesen. Hey, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe Anfang 2020 mit dem Depot gestartet. Vieles wurde aber im Herbst 2020 umgeschmissen, weil ich zu einer anderen Sparkasse gewechselt bin und mein zuständiger Berater mir empfohlen hatte, vieles von ihm neu machen zu lassen. Ja, klar, neue Provision. Bei jeder Depotstrukturierung ist Provision. Oder das Kundenwohlsein lag im Vordergrund. Oder das natürlich. Lassen wir das mal noch offen. In puncto Wertentwicklung bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Allerdings verlangt die Deka so viel Geld, weshalb ich mir kurzerhand ein Depot bei Trade Republic gemacht habe, wohin das Depot nun transferiert werden soll. Pro Monat spare ich 300 Euro. Durch die größere Anzahl an ETF, ETC, die Trade Republic bietet, was würdest du mir empfehlen, wie ich weitermachen sollte? Deka-Sachen verkaufen oder nur zum Teil? Verkauf vor oder nach dem Transfer? Sparrate ändern? Ich bin für alles offen. Würde mich sehr über die Analyse freuen. By the way, mach weiter so, machst geile Videos. Dankeschön. Das Lob geht an uns, nicht nur an mich, ans ganze Team. Also, hier haben wir das Portfolio. Was sehen wir? 23.200 Euro sind drin. Insgesamt seit Kauf 9% im Minus. Und hier sehen wir, was ich echt interessant finde, ist immer diese Grafik. Da seht ihr halt so diese Treppenstufen der grauen Linie, wann wie viel Geld reingekommen ist. Und das könnt ihr ganz gut dort sehen. Und er war immer im Positiven gewesen, bis dann hier kurz negativ und dann ja, jetzt seit der Break-Even. April 22, okay, also ja, hat sich bis dahin eigentlich schon ganz wacker geschlagen. 2.400 Euro negative Kursgewinne, also Verluste bis jetzt, nicht zwangsläufig realisiert. Schauen wir mal, was da drin ist. Also, auf der 1 mit stärkstem Gewicht, 55,44% Gewichtung, haben wir ein iShares MSCI ACWI. Okay, das ist die 1-ETF-Lösung, sehr, sehr komfortabel. Interessant zu sehen, dass hier jetzt noch so viele andere drin sind. Auf die Deka würde ich jetzt mal gleich eingehen. Ich ziehe mich jetzt erstmal nur auf die ETFs. Da haben wir nämlich eine kleine Sektorwette drin, Xtrackers MSCI World Information Technology, also das ist, können wir gleich mal reingucken, was da so drin ist. Das ist ein ETF, der die Technologiewerte aus dem MSCI World rausholt oder abbildet. Und dann der letzte ETF, der hier drin ist, iShares Core MSCI Emerging Markets EMI. Okay, der ist bei 0%, da ist nichts mehr drin. Okay, das heißt, hier wurden die Anteile verkauft. Wir können gleich mal in die Aktivitäten gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass er vorher ein MSCI World, MSCI Emerging Markets Portfolio hatte und dann jetzt hier auf diese ein Portfolio Solution umgestiegen ist. MSCI ACWI. Gehen wir mal kurz in die Verkäufe. Will man sehen, was er alles verkauft hat? Nichts. Okay, er hat nichts verkauft. Na gut, dann wird er sehr wahrscheinlich diesen hier, also den Emerging Markets, nur angelegt haben, um es zu tracken. Also, der existiert quasi nicht. In seinem Portfolio hat nur diese beiden. Achso, Moment, ich habe ja gesagt, ich wollte mir das hier genau angucken. Was haben wir da drin? Xtrackers MSCI World Information Technologies. 1,6 Milliarden sind drin. Das ist schon mal solide. Und hier haben wir die Top 10. Was ist denn Apple ORD? Ordinary Shares. Okay, verstehe. Also ganz normale. 87% Technologie, USA-Gewicht, aber klar, ne? Apple ist USA, Microsoft ist USA, Nvidia. Aber okay, guck mal, Leute, da, wenn ihr sowas reinholt, habt ihr natürlich ein massives Klumpenrisiko. Die Top 10 Positionen von diesem ETF sind 57% vom Gesamt-ETF. Das heißt, mehr als die Hälfte sind auf 10 Positionen. Das heißt, hier sieht man halt schon, und insgesamt sind es 189 Positionen, was ja ganz gut wirkt. Aber da die nicht gleichgewichtet sind, sieht man halt hier, okay, Apple hat 21%, habt ihr natürlich ein massives Apple-Exposure. Wenn wir es jetzt auf dieses, also hier 21%, 20% von, wie viel hat er? Da drin 12.000 Euro. Ja, das ist wie wenn ihr jetzt 2.200 Euro in Apple-Aktie investiert hättet. Okay, ich habe mich auch, sorry, das hier ist der MSCI World, die hier. Also 20% hiervon, ne? 480 Euro. 20% hiervon? Ja, 480, genau, hast recht, ja. 480 Euro in der Apple-Aktie. Also da ist halt wirklich schon relativ wenig Diversifikation, also 20% davon. Deswegen sage ich ja immer, ne, passt auf mit solchen Sektorwetten. Natürlich denkt ihr, ihr setzt so auf einzelne Sektoren, aber manchmal sind das halt ETFs, die ein extrem massives Gewicht auf einem einzelnen Wert haben. Ich glaube, gerade bei Themen-ETFs ist es ist so wichtig, sich die Inhalte anzuschauen, ja, weil es ist, glaube ich, so super einfach, sich in so einem ETF-Namen zu verlieben, wenn man denkt, ah, dieser Sektor geht safe to the moon. Aber am Ende, also das fand ich auch öfter mal, wenn ich mir die anschaue, dass die Zusammensetzung eigentlich relativ enttäuschend ist, sodass es Unternehmen sind, von denen man schon mal gehört hat, die einfach nur relativ groß und liquide sind und
Anderes Beispiel, sonst, zum Beispiel dieser Deka hier. Ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen. Deka, oh, Umweltinvestition, schauen wir uns auf jeden Fall an. Aber Industrie 4.0 oder, ich weiß jetzt nicht, welcher es war. Gucken wir uns mal an. Hier, Industrie 4.0. Muss man natürlich immer drauf achten und dann kommen wir gleich auf deine Frage zurück. Ob ich jetzt umsteigen soll oder nicht, kommt natürlich viel auch drauf an, was du hier bezahlst und wie das Ding gelaufen ist. Also, Industrie 4.0 ist laut den Samsung, kenne ich nicht, Keynes, Corporates, Keynes. Adobe macht irgendwo Sinn. Amazon, okay, hätte ich jetzt nicht, ja, okay, weil die vielleicht an der Infrastruktur arbeiten. Und die anderen kenne ich tatsächlich nicht. Keyence Corporation sind weltweit operierender Anbieter von Komponenten für die Automatisierungstechnik. Und japanisches Unternehmen mit fast 5 Milliarden Umsatz. Krass, dass ich sowas nicht auf dem Schirm habe, aber gut. Wo sind die Kosten von diesem Schmuckstück und die Wertentwicklung vor allem? Also, brutto, netto, ah, schön, aber wir wollen es mit der Benchmark vergleichen, nicht mit brutto, netto. Hm, okay, schade, kann man jetzt hier nicht vergleichen. Und die Kosten, also hier seht ihr die Kosten, 3,75%. Ja. Also, das ist nämlich das Ding. Wenn ihr das über die Sparkasse kauft, dann wird hier dieser Ausgabeaufschlag fällig. Ja, das ist, wenn ihr über die Börse kauft, passiert das nicht. Aber hier zahlt ihr pauschal auf das, was ihr investiert, schon mal 3,75% Ausgabeaufschlag. Vielleicht sind sie nett und geben euch eine Vergünstigung, aber das ist das Geld, was von vornherein schon mal weg ist. Das kann also nicht für euch arbeiten. Und dann haben wir laufende Kosten von 1,51%. Wenn ihr aktive Fonds kauft, dann solltet ihr das auf jeden Fall über die Börse tun, weil dann spart ihr euch zumindest mal den Ausgabeaufschlag. Also diese 3,75% oder teilweise ist der Ausgabeaufschlag auch häufiger mal bei 5%. Ja, also das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal sparen. Und dann sind 1,15% laufende Kosten auch extrem teuer. Vielleicht kann man zum Beispiel mit, gibt es auch ETFs mit Industry 4.0 oder sowas, ja. Muss man sich mal genauer informieren. Also, was kann man zu dem Portfolio sagen? Soll man es umziehen oder nicht? Ah, hier, den würde ich mir noch gerne anschauen. Das ist ja Umweltinvest. Würde ich gerne mal sehen, was dahinter steckt. Okay, also dicker Umwelt. Aktienfonds, Thema alternative Energie. Tesla ist drin, okay. Veolia. Veolia ist ein Versorger, oder? Versorger, genau. Solar Edge, Solarenergie, Quanta kennt man auch. Iberdrola, ebenfalls ein Versorger. Vesta macht Wind. Ørsted, auch ein Versorger, oder? Glaub, warte mal, machen die Versorger oder machen die? Energiekonzern, sorry. Ah, okay, auch Energie. Offshore Windenergie machen die so viel. Genau, Ørsted, Offshore Wind und Iberdrola, same. Ja, okay, interessant. Und insgesamt machen die, ja, 20% circa, würde ich jetzt mal sagen, vom Gewicht die Top 10. Okay, Schwerpunkt Vereinigte Staaten, aber auch viel Japan, Dänemark. Das, also Dänemark, das ist Ørsted und Spanien, das ist Iberdrola, 4,1%, Israel, Portugal und so weiter. Ja, okay, interessanter ETF. Auch hier wieder Kosten, ne? Ausgabeaufschlag 3,75%, wenn ihr es über die Sparkasse kauft. Deswegen würde ich es auf jeden Fall über die Börse kaufen, wenn ihr sowas kaufen wollt und 1,73%. Schon krass, wie viel Fondsvermögen in den DK-Fonds drin sind. Da merkt man so die ganze Vertriebspower der Sparkasse. Ja. Die Sparkasse möchte halt aufleben. Ja klar, logisch, aber ich meine, wenn ihr beraten werdet, dazu ein Portfolio für euch gemacht hat, ist es ja legitim. Aber sobald du dich dazu entscheidest, dich selbst um deine Finanzen zu kümmern, ist es halt besser. Ich glaube, die Deka war tatsächlich schon relativ federführend in den 90ern, dass überhaupt Privatanleger einen besseren Zugang finden. Problem ist halt einfach nur, dass die halt nicht so einfach mitziehen können mit jetzt Fondsanbietern, die deutlich leaner aufgestellt werden und nicht so und keine Filialen haben und sowas. Aber ja, deshalb. Also wenn ihr umstrukturieren wollt oder du hier in diesem speziellen Kontext hier umstrukturieren willst, ich meine, deine Fonds stehen noch nicht so gut da. Wobei gut, okay, das hier ist der ETF, das ist ein Technologie-ETF, klar, ne? Wann hast du den gekauft? November, gut, dann ist klar, dass der negativ, dass der rot dasteht, ja. Ansonsten, also ich würde, dadurch, dass du jetzt hier in der Verlustzone bist, ja, also der ist rot, der ist rot, der ist rot, der ist rot, der ist grün, denke ich mal, bietet sich es gerade jetzt an, dein Portfolio zu restrukturieren, denn dann zahlst du keine Steuern, ja. Und du baust dir einen Verlustverrechnungstopf auf, das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, die Gewinne, die du hier gemacht hast, gut, ist nicht der Rede wert, 26 Euro, aber hier 350 Euro, würden mit anderen Verlusten verrechnet werden, mit den 300 von hier und dann nochmal den 80 von hier und so weiter. Das heißt, hier kannst du eigentlich ohne steuerlichen Effekt dein Portfolio ganz gut rebalancen. Würde ich aber erst dann machen, wenn deine Fonds bei Trade Republic sind, also oder bei einem anderen Broker deiner Wahl, denn da zahlst du ja keine Gebühren fürs Verkaufen. Bei der Sparkasse fallen ja Gebühren an, wenn du Wertpapier-Orders tätigst und die würde ich mir auf jeden Fall sparen. Das heißt, Schritt Nummer 1, erst den Depotumzug. Geht auch ziemlich einfach. Ich habe es vor kurzem zum Beispiel nochmal bei Scalable Capital gemacht. Es geht in ein paar Klicks. Dauert halt leider nur ein bisschen, aber da kann man nichts dran ändern. Zweitens würde ich dann restrukturieren und jetzt die Gelegenheit nutzen, dass du halt gerade in der Verlustzone bist und dir dann überlegen, wie du dein Portfolio aufbauen möchtest. Ich meine, es ist eigentlich ein gutes Core-Satellite-Portfolio, weil der größte Teil des Portfolios, mehr als die Hälfte, ist ja im ACWI. Das heißt, es
ist ja sowieso schon ein Index, der maximal breit gestreut ist. Also noch breiter geht ja quasi gar nicht. Und die anderen sind ja quasi so Satelliten. Ne? Also das hier ist eine Wette auf Global Champions, was auch immer das ist, auf Umwelt, Industrie 4.0, Megatrends und so weiter. Emerging Markets, genau. Da würde ich noch sagen, okay, weniger eine Sektorwette. Und hier auf Immobilien. Dicker Immobilien wäre ich vorsichtig. Das ist ein offener Immobilienfonds. Genau. Und wenn du das jetzt restrukturierst und zum Beispiel alles in den ACWI packst, dann hast du halt hast du das steuereffizient gemacht, hast auch deine Kosten gesenkt, weil der ACWI ja deutlich günstiger ist. Und genau, hast damit dein Portfolio relativ easy restrukturiert. Ja. Und kannst dir dann immer noch überlegen, welche Satelliten du haben willst. Aber was ich halt immer so als Ratschlag gebe, ist, wenn man solche teuren Fonds sieht, schaut mal, wie die gelaufen sind und dann vergleicht die mal mit Themen-ETFs. Vielleicht sind so Themen-ETFs die bessere Variante für eine Core-Satellite-Strategie. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht vergleichen. Dann muss ich ein bisschen Zeit haben, um mich da reinzulesen. Da brauche ich mir Tools, wo man zum Beispiel sowas hier reingeben kann, die Werte, die hier im Industry 4.0 sind, um dann herauszufinden, was dem am nächsten ist. In welcher ETF dem am nächsten ist. Einer meinte auch, Fairness halber kann man es auch erwähnen, dass manche DK-ETFs günstiger sind als die von iShares. Das stimmt, ja. Also ich möchte ja gar nicht schlecht über die DK reden im Speziellen. Ich habe hier wirklich nur verglichen mit aktiv gemanagten Fonds. Es gibt natürlich auch ETFs von der DK und die sind auch teilweise sehr günstig und gute Produkte. Also ich möchte hier nicht das gesamte Haus niederreden. Ich rede halt hier wirklich ausschließlich über die aktiv gemanagten Fonds. Es war schon mal interessant zu sehen, wie heutzutage Fondsverkauf bei den Sparkassen vonstatten geht. Weil ich frage mich, ob die Kunden quasi dahingehend nudgen, dass sie sagen, okay, ja, also du findest IT gut, ja. Gar kein Problem, bei der DK haben wir dementsprechend einige Produkte. Wir haben ein Team von Experten, die besten Werte auswählen und das immer im Blick behalten für dich. Mhm. Oder du hast einen DK-ETF, der ist besonders günstig, aber auch ein ganz guter Weg, irgendwie da zu investieren. Und wen entscheidest du? Oder es wird mit der vergangenen Rendite gezeigt. Also Rendite ist ja kein Indikator für die Zukunft. Aber schauen Sie mal, das hier ist sehr, sehr gut gelaufen in der Vergangenheit. Ich denke, da ist was zu holen. Übrigens, 300 Euro Sparrate finde ich natürlich top. Weiß gar nicht, wo die reingehen. Moment, das wollte ich nochmal gerade sehen. Also wenn du hier in die Aktivitäten gehst. Die Sparraten sind hier gar nicht abgebildet. Okay, das heißt, das ist sehr wahrscheinlich hier nur sein Trade Public Depot, oder? 4 Aktivitäten. Ah doch, da. Das sind 300 Euro. Also da wird in den DK investiert, nochmal in den DK, nochmal in den... Okay, also diese 300 Euro sind tatsächlich auf DK-ETFs. Mhm. Aber seit einem Jahr jetzt nicht mehr, oder? Das heißt jetzt Juli 2021. Naja, stimmt. Also seitdem ist nichts mehr gegangen. Ja. Vielleicht, also es kann gut sein, dass er das Portfolio schon seit Ewigkeiten submitted hat, also uns geschickt und dann nicht mehr aktualisiert auf Parkett. Das kann natürlich sein. Naja, auf jeden Fall interessant. Sorry, wenn wir dein Portfolio so spät besprechen, aber unsere Liste an zu analysierenden Portfolios ist extrem lang. Ich hoffe, dir hat der heutige Portfolio-Check gefallen. Wenn du noch weitere Portfolios sehen möchtest, die ich mir angeschaut habe, kannst du gerne mal hier oder hier klicken. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Portfolio-Analysen nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.